Frage, Herr Dr. Geisbauer, welches Wissen, wessen Wissen sind die zwei Fragen, denen wir uns auch im Band gestellt haben? Sie alle kennen das Problem einer Buchpräsentation. Man will ja nicht erzählen, was im Buch drinnen steht, sondern Lust darauf machen, sich mit dem Buch zu beschäftigen. Und deswegen haben wir die wunderbare Maria Stern auch eingeladen und natürlich den wunderbaren Landesrat, die nicht jetzt im Buch publiziert haben, aber viele Dinge zu sagen haben, die mit dem Buch natürlich zusammenhängen. Ich hatte einmal ein Buch gelesen, das Buch manchmal von der Alphan Lag, die aus wohl situierten Verhältnissen in Deutschland nach einer waghalsigen Finanzaktion ihres Mannes in die Überschuldung gerutscht ist und dann aus der Villa ausziehen musste und dann auf einmal mit vier Kindern war das, als Alleinerzieherin da stand. Und wir haben uns gedacht, Maria Stern ist nicht nur eine wunderbare Frau. Wir saßen einmal gemeinsam in dieser, was war das, Stuttgart am Samstag, ja, schon, ich weiß, genau, wo die Zeit viel knapper bemessen war, als sie heute ist, weil wir jetzt eine halbe Stunde haben. Nicht eine wunderbare Frau, sie ist Tänzerin, Tanzlehrerin, Sängerin, Performerin und politische Aktivistin, vor allem im Bereich Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher, wobei das eine deutliche Minderheit der Single Parents darstellt, und auch für Kinderarmut, gegen Kinderarmut sollte ich sagen, eine Aktivistin. Und wir haben sie eingeladen, damit sie uns vor allem erzählen, weil sie Armut aus verschiedenen Perspektiven, wenn ich jetzt Helmuts Bild aufgreifen darf, kennengelernt haben. Und wenn ich sie einfach so fragen darf, naja, man hört so Wissen von Armut, wie hat sich das bei Ihnen so entwickelt? Man weiß von Armut aus der Entfernung und dann rutscht man hinein. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich könnte zu dem gleich zwei Sachen sagen, das geht dann zurück. Zuerst einmal die Geschichte, wie ich mit der Armut konfrontiert worden bin. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Armut nicht wirklich ein Thema war. Das war ein Akademikerhaushalt. Und habe dann selber auch studiert, habe drei Kinder bekommen und habe zwar über Armut gewusst, aber wäre nie auf die Idee gekommen, dass mich das in einem der reichsten Länder der Welt jemals betreffen könnte. Ich habe mich scheiden lassen, war wunderbar, habe die Alimente bekommen, Obsorge und so weiter. Und gedacht, gut, nochmal gut ausgegangen die ganze Sache. Dann bekam ich ein Jahr nach der Scheidung ungefähr einen Brief von meinem Ex-Mann, der war Programmierer, Softwareentwickler. Ich habe gewusst, kurz vor der Scheidung hat er sich selbstständig gemacht. Und dann kam der Brief, in dem es gestanden, ja, er hat keine Aufträge mehr, ab nächsten Monat bekomme ich nicht nur 900 Euro Alimente, sondern gar nichts mehr. Den Brief habe ich bekommen ungefähr am 29. November, kurz vor dem 1. Dezember. Und am 1. Dezember war 900 Euro weniger auf meinem Konto. Meine Kinder waren damals Kindergarten und glaube ich erste Klasse Volksschule. So. Das erste war ein Riesenschock. Das gibt's nicht. Jetzt bin ich Boden unter den Füßen weggezogen. Habe, glaube ich, drei Stunden nur geweint und nur verzweifelt. Dann habe ich gedacht, okay, wir leben in Österreich, wir sind ein Sozialstaat, ich bin Österreicherin. Es steht mir zu, dass ich einen Unterhaltsvorschuss bekomme. Ich gehe einfach zum Jugendamt und exekutiere den Unterhalt. Ich bin dann hier am nächsten Tag mit allen Dokumenten, habe alles dabei gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, der Jugendamtmitarbeiter mache ich gerne. Er hat gesagt, okay, und wann ist das Geld dann am Konto? In zwei oder drei Wochen, ich muss die Miete zahlen. Hat er gesagt, zwei, drei Wochen, eher zwei, drei Monate und er kann es mir nicht genau sagen. Aber ich sollte dann zum Sozialamt gehen, die helfen mir sicher in dieser Überbrückungsphase. Gut, Sozialamttermin ausgemacht, ja, in sechs Wochen kann ich kommen, nein, ich brauche das jetzt. Notfall, bin einfach hingegangen ohne Termin. Und dann hat der Mann gesagt, ja, ist eine Notlage, aber solange das Jugendamt keinen Beschluss vom Gericht hat, macht das Sozialamt gar nichts. Da kommen jetzt zwei Dinge. Erstens einmal, da ist eine große Lücke und zweitens wissen die Eltern nichts voneinander. Und dann habe ich meine Eltern angerufen, da war ich Mitte 30 und es war mir sehr peinlich, meine Eltern um Geld anbetteln zu müssen, dass sie nicht delogiert werden. Weil ich kann nicht drei Monate lang einfach keine Miete zahlen. Das geht nicht. Die haben mich Gott sei Dank unterstützt finanziell, was mir sehr unangenehm war, aber gut, das war halt so. Und habe dann immer wieder im Jugendamt angerufen, wann ist es soweit, dann ist es soweit, noch fünf Monate war es soweit und habe endlich den Unterhaltsvorschuss bekommen. Ein Monat später kommt wieder ein Brief von meinem Ex-Mann, nach dem Oberlandesgericht,
ist mir mitgeteilt worden, dass mein Ex-Mann den Unterhaltsherabsetzungsantrag gestellt hat, dass er nicht mehr fähig ist, so und so viel Alimente zu zahlen. 600 sind aber festgelegt worden, sondern nur noch 100 Euro im Monat, und zwar 40 für meine älteste Tochter, 30 für die mittlere und 30 für den Sohn. Und sobald ein Mann beim Oberlandesgericht die Unterschrift setzt unter diesen Antrag, ist er gültig, bis das Gegenteil bewiesen worden ist. Was 13 Monate gedauert hat. Und ich habe die Zeit ziemlich verdrängt, aber werde mich jetzt trotzdem Ihnen zuliebe daran erinnern, weil ich mir denke, dass das sehr wertvolles Wissen, mit dem ich jetzt Gott sei Dank in meinem Leben nichts mehr im Alter zu tun habe, einfach aus dem einfachen Grund, weil ich einen Unterhaltsvorschuss bekomme. Damit bin ich aus dem Schneider. Punkt. Das, was ich mich am meisten erinnern kann, ist, dass meine Kinder und ich eigentlich ständig krank waren. Mir ist ständig schwindelig gewesen. Und zwar wirklich so schwindelig, dass sie nicht nach links und rechts abschauen können. Haben aber da drei kleine Kinder gehabt und den Alltag alleine geschöpft, die hat weiterhin unterrichtet. Beim Tanzen habe ich immer mitgetanzt, die dann noch gesagt ist, und habe einfach auf dem Sitzen heraus Anweisungen gegeben. Die Kinder haben sehr viel 4 Stunden in der Schule gehabt. Und ich habe nicht wesentlich mehr getan, als ich auch jetzt tue. Im Gegenteil, ich mache jetzt meine politischen Aktivitäten und so weiter wesentlich mehr als damals. Aber jetzt kann ich mich zurücklehnen und kann ein Glas Wein trinken und denke, okay, es war ein anstrengender Tag, aber jetzt genieße ich den Abend. Ich gehe auch mal ins Theater oder schaue einen guten Film oder lese ein Buch und kann aber wirklich abschalten. In der Zeit, wo ich von anderen betroffen war, war ein ständiges Hamsterrad in meinem Kopf und das hat nicht aufgehört, auf mich einzuhämmern. Es ist hier jung und von nichts ausgegangen. Ich habe ständig im Kopf gerechnet, wenn ich jetzt das Geld für das ausgebe, geht sie das nicht aus, was ist jetzt wichtiger. Also diese Prioritätenliste, das war jetzt ganz, ganz dringend, das ist ständig im Kopf hin und her gegangen. Dann haben wir da wieder Geld ausgeborgt, indem wir zum Teil das zurückgezahlt, was wir vorhin so ausgeborgt haben. Dann habe ich überlegt, soll ich vielleicht zusätzlich dazu, dass ich Alleinerzieherin bin, einen Job habe, vielleicht auch noch Kinder gehen am Abend, obwohl ich so schwindelig war, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und dieses ständige Denken an das nicht vorhandene Geld und das, was man sich nicht leisten kann, hat zu Schlafstörungen geführt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich im Nachhinein, dass ich eine gute Mutter war in der Zeit, weil ich war total angespannt und habe unglaublich dünne Haut gehabt. Also ich kann mich erinnern, bin ich oft in der Straßenbahn gesessen und habe so ganz banal Werbeplakate gesehen, wo schöne Frauen drauf waren oder mir Frauen in der Straßenbahn angeschaut, wie die so entspannt mit ihren Kindern so nicht reden und so eh wie ich es jetzt auch mache. Und da sind mir einfach die Tränen gekommen. Ich war wie aus Papier, total zerbrechlich in dieser, immerhin 1,5 Jahre. Und das heißt, die vordergründigen Gefühle waren eine riesengroße Ohnmacht und eine riesengroße Scham, die Sie da erwähnt haben. Und ich habe mir selber ständig Vorwürfe gemacht, warum bin ich in dieser Situation und habe mir selber die Schuld dran gegeben. Ich hätte ja nicht diesen Mann heiraten müssen. Warum habe ich 3 Kinder bekommen? Warum schaffe ich es nicht, als Alleinerziehende mit 3 Kindern am Job einfach gesund zu sein? Und dann habe ich einfach sehr viel nachgedacht und über das Nachdenken. Also, ich habe mich selbst als absolute Randfigur an der Gesellschaft gesehen. Gleichzeitig war mir aber bewusst, dass ich ja 3 Kinder in die Welt gesetzt habe. Also zukünftige Steuerzahler und so weiter. Und habe mir gedacht, eigentlich bin ich ja gerade durch die drei Kinder mitten in der Gesellschaft drinnen. Bin aber durch die Armut vollkommen an den Rand gedrängt worden. Und daher habe ich mir gedacht, das ist nicht meine Schuld, das kann nicht meine Schuld sein, das ist viel zu absurd. Das hat System. Und dann habe ich natürlich sehr viel Zeitung gelesen und im Internet recherchiert und da bin ich drauf gekommen, aha, die Alleinerziehenden in Österreich gehören zur Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten von Armut betroffen sind. Ich dachte, aha, das hat also System. Also kein Einzelfall, das ist nicht meine Schuld, das System an sich ist mächtig faul. Und in dem Moment hat meine Wut begonnen auf dieses System. Und in dem Moment, wo meine Wut erwacht ist über diese Ungerechtigkeit, habe ich ein bisschen Distanz gewinnen können zu meinem eigenen Unglück und habe ein bisschen legerer
mit dem Minus am Konto umgehen können. Weil ich wusste, es ist nicht meine Schuld, dass mein Konto im Minus ist, sondern Frauen in meiner Lage haben das halt. Und ich bin halt jetzt in dieser Rolle. Und ja. Und nach diesen eineinhalb Jahren, ich bin jetzt eineinhalb Jahre, na ungefähr ziemlich genau eineinhalb Jahren, kam dann endlich das Schreiben, dass mein Ex-Mann aufgrund seiner Qualifikation, seines Alters, seiner Berufsausbildung und so weiter 600 Euro im Monat zahlen könnte, wenn er wollte. Und deswegen bekomme ich jetzt bis auf Weiteres den Unterhaltsvorschuss. Aber immer mit dem Damoklesschwert, dass er wieder hingehen könnte, wieder den Antrag stellen könnte, und dann könnte ich wieder so und so lange warten. Also das Damoklesschwert wird mich begleiten, wenn meine Kinder vor Jahren sind. Und oder selbst arbeiten uns. Ja. Aber länger dauert. Und deswegen haben wir gedacht, okay, ich bin jetzt zwar nicht mehr in dieser Armutssituation, aber in dem Damoklesschwert, und außerdem, weil ich weiß, dass es ganz viele andere Alleinerziehende auch gibt, die eben weder Alimente noch Unterhaltsvorschuss bekommen oder zu wenig. Ich glaube, nur 40% der Alleinerziehenden bekommen Alimente nach dem Regelbedarfssatz. Aber ich dachte, okay, da muss eine Gesetzesänderung her. Das ist eine Gesetzeslücke, die es in Skandinavien nicht gibt und in Kanada auch nicht gibt. Bei uns gibt es das. Und das ist eine Versäumnis der Politik, und deswegen kämpfe ich jetzt seit 3 oder 4 Jahren für die Schließung dieser Gesetzeslücke im Kindesunterhaltsgesetz. Und wie ich angefangen habe, habe ich als allererstes mal alle Medien kontaktiert. Und alle haben mir geantwortet, boah, das ist arg, und wenn man gar nicht wusste, dass es in Österreich gibt, muss man sofort drüber schreiben. Niemand hat darüber berichtet. Da bin ich wiederum nicht. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, ist mir die Fähigkeit geschenkt, meine Gedanken in Worte zu fassen und zu vertonen. Und ich habe begonnen, einfach Lieder über meine Erfahrungen zu singen und bin dann sehr schnell zu Veranstaltungen wie dieser geladen worden, um eben meine Lieder zu singen. Und habe das sehr schnell wichtige Kontakte geknüpft zur Arbeitskonferenz für Österreich und für Alleinerziehende. Und bin nach Brüssel gefahren zu 2 Konferenzen und habe dann mehr und mehr begonnen, mich aus meiner Armutserfahrungssituation zu lösen, um mehr in die politische Aktivität zu kommen und das auch ein bisschen mehr zu begreifen und zu kommunizieren. Darf ich da kurz einhaken? Ja. Wenn Sie in den politischen Zirkeln verkehren und dann hören, wie Politikschaffende über Armut reden, welchen Eindruck haben Sie da von der Grundlage, von der her ausgegangen wird? Erstens, dass Sie selber keine Erfahrung haben und wahrscheinlich auch nicht als viele Menschen kennen, die Armutserfahrungen haben. Da geht es um Basiswissen. Und schlimmer noch als die Politiker sind die Medien. Die Medien sind dann für mich in Ordnung, wenn ich unzensuriert einfach reden darf, wie bei der Stöckl zum Beispiel oder bei ATV. Da sind noch die Kamera draufgerichtet und ich bin wert live geschaltet und dann übrigens ausgeschaltet. Da kann ich meine Botschaften loswerden. Das ist mir schon sehr oft passiert und deswegen frage ich jetzt immer ganz genau nach, wenn Anfragen kommen von den Medien, weil es ist einmal der Bericht gesendet worden und dann zieht zwei Tage war das, nein, irgendwas mit ORF, weiß ich nicht mehr genau. Und da ist es so zusammengeschnitten worden, zwar vor ungefähr einem dreiviertel Jahr, als ob ich jetzt immer noch in dieser Situation wäre. Und die Idee über Petition aufgesetzt. Und die Petition haben sie einer Anwältin quasi zugeschoben, die von dieser Petition aber gar nichts gewusst hat. Daraufhin haben wir meinen Eltern Freunde angerufen, ob sie mir Geld schicken sollen. Meinen Kindern war das unendlich peinlich, dass die in ihrer Klasse diese Sendung gesehen haben und die gedacht haben, wie sie leben immer noch in Armut. Und auch kürzlich habe ich wieder Anfrage bekommen von Puls 4, wo der auch wieder über meine Situation reden möchte. Und da habe ich gesagt, ja, gerne, aber bitte nicht als Opfer, sondern als Frau, die das erfahren hat, aber mittlerweile sich für etwas einsetzt. Und daraufhin haben sie das gecancelt. Also dieses Erkennen, dass ganz normale Menschen mit Erfahrungen auch ein gewisses Fachwissen oder gewisse Aktivität entwickeln können, das kapieren die nicht. Und das ist ganz, ganz mittelalterlich? Ja. Darf ich noch zu den Kindern fragen? Die Petra von Lag, was ich jetzt gerade gesagt habe, vor dem Dreivierteljahr,
die Kolleginnen und Kollegen der Kinder sehen das oder deren Eltern diese verkürzte Fernsehsendung reagieren und die Kinder schämen sich. Die Beta von Lack beschreibt, dass sie am meisten gelitten hat unter dem Leid der Kinder. Und hier vor allem, dass die Kinder keine Freundschaften mehr in der Weise pflegen konnten, wie sie das gewohnt waren. Mhm. Sie bitten, dass sie Schmerz zurückzureden, wie das in der Situation war. Das, was ich mir hauptsächlich erinnern kann, ist, dass ich ständig Nein habe sagen müssen. Und das hat aber schon angefangen beim Nein zum Geburtstagsgeschenk für die Freundin. Mhm. Dadurch war klar, dass eine Tochter nicht zum Geburtstagsfest geht. Oder, Mama, ihr Geburtstag, machen wir eine große Party. So haben wir es ja früher immer gemacht, habe ich immer Geburtstagsfeste gemacht, habe ich immer Faschingsfeste gemacht, wenn ich verheiratet war. Weil ich einfach gerne große Feste veranstalte. Und das war von einem Tag auf den anderen, war das einfach alles nicht mehr möglich. Und ich habe probiert, es zu kaschieren, dass man es nach außen nicht sieht. Aber diesen inneren Druck, den ich gehabt habe, oder das schlechte Gewissen meinen Kindern gegenüber, das habe ich natürlich vor meinen Kindern nicht kaschieren können. Mhm. Und naja, sie sind eben ständig krank gewesen und sie haben viele Dinge nicht tun können. Und Mama, bitte geh mal wieder mal Eislaufen. Nein, wir können nicht Eislaufen gehen. Mama, geh mal schwimmen. Im Winter halber geht nicht, wir können leider nicht schwimmen gehen. Nein, Mama, schau mal, meine Jacke ist mir zu kurz. Ja, dann mach halt ein bisschen so. Im Frühling kriegst du eine neue, jetzt im Herbst, jetzt kommt die Batterie, der Winterjacke haben wir noch. Auch Bücher oder ja, also das war einfach außer Essen. Also auch nicht Eis essen gehen zwischendurch. Also wo man sich denkt, das sind so ganz normale Dinge, die in Österreich ja eine Selbstverständlichkeit sind und die ich jetzt auch alle mache, die waren in diesen 1,5 Jahren nicht möglich. Und meine Kinder sind jetzt sehr wach, wenn wir bei Bettlern vorbeigehen oder so und sagen, Mama, komm, gib dem was. Also die sind da auch sehr sensibilisiert und das ist nicht das Positivste, was wir daraus ziehen können. Aber wir sind alle vier einfach nur total froh, dass das hinter uns liegt. So. Und wenn man sie jetzt fragt, was ist Armut nach der Erfahrung, höre ich jetzt heraus, zu wenig Geld haben. In erster Linie. In allererster Linie würde ich Armut definieren als zu wenig Geld haben, weil was man nachstellt. Gestern, meine zwei Mädchen sind totale Selena Gomez-Fans, seit immer schon. Ist das die von Justin Bieber? Ja. Aber sie sind getrennt. Sie getrennt, sie getrennt, würde ich glauben. Sie waren gestern in der Stadthalle und meine Kinder haben sich das und es war schon teuer. Ich meine, ich kann jetzt alles für mich werden. Ich bin immer noch alleinerziehend und so weiter. Aber ich habe meine Mädchen zu diesem Selena Gomez-Konzert eingeladen und habe gedacht, wie er bei mir strahlend in den Augen gesehen hat, obwohl ich diese bescheuerte Musik gehört habe. Ich habe mir gedacht, genau das macht es aus, wenn man nicht arm ist. Man kann Erlebnisse, man hat Erlebnisse. Sonst wäre dieser Abend wie jeder andere gewesen. So ist es ein Abend gewesen, den man sich erleben, wenn man erinnert, das erste Popkonzert. Ich denke, dass Armut Fehlen von Erfahrungen ist. Oder eine totale Qualitätsminderung von Erlebnissen. Wenn ich es in Farben ausdrücken kann, sind es eher gedämpfte Farben. Keine strahlenden Farben, keine leuchtenden. Und es schmeckt fad. Es schmeckt langweilig, wenn man eigentlich mehr oder weniger sehr oft das Gleiche ist und dann auch nicht von der besten Qualität. Lustlos gekocht, weil die Gedanken irgendwo sind. Also Armut hat mit Genießen nichts zu tun. Armut ist Fehlen von Muße. Armut verbindet. Und man ist wie ein Alien. Also, ich bin da auch über die Marie-Hilfer-Straße gegangen und war wie mir aussätzig, als ob da ein Glaswand zwischen mir und dem Rest der Welt wäre. Also das Erlebnis von einer vollkommenen Isolation. Ich habe einfach mit dieser Konsumgesellschaft nichts mehr zu tun. Ich wusste, wie das ist, wenn man drinnen ist, aber das war unerreichbar. Sie beschreiben das jetzt genauso, wie das hier ist. Louis beschreibt, wie er den Tod seiner Frau erfahren hat. Also dieses berühmte Buch, A Grief Observed, über die Trauer heißt es im Deutschen. Da beschreibt er zu ihm zunächst privaten Tagebücher nach dem Tod seiner geliebten Frau,
Es ist, als wäre eine Glaswand zwischen mir und der Wirklichkeit. Die Leute wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen, als wäre ich, wenn ich das Wort Alien, aber so ein bisschen, die wissen nicht, wo ist die Gebrauchsanweisung für diesen trauernden Witwer, wie gehe ich mit dem Hund. Die Wirklichkeit hat Farben verloren, es ist grau. Und in einem anderen Buch beschreibt er die Hölle als so wie ich Wien meistens erlebe, im Unterschied zum Gottesbild, grau und neblig und wenig Farben. Jetzt nicht als Ort akuter, greller Schmerzen, sondern als Verlust von so Ostblock-mäßig, würde ich jetzt einmal sagen. Wien ist ja Ost, wir sind jetzt nicht Ost. Ja, ja, ja. Ich bin von 20 Jahren. Osttirol ist ein ja, da haben auch eine Tiroler Vergangenheit. Ja, natürlich. Ja. Tiroler Vergangenheit. Also, nein, Osttirol, ich meine Ostblock. Ich weiß schon. Nein, aber Sie sind ja Dienst von der Kinderdrehung. Die Christina in Lienz, was ja ganz verschieden war. Dann zurückgekommen zu wir sind jetzt so Akademiker oder Pseudo-Akademiker und schreiben so Bücher. Die Politik schaffenden und dann die Medien. Und Sie haben jetzt gemeint, zumindest bei den zwei Gruppen, Politik schaffenden und Medien, haben Sie den Eindruck, relativ wenig Erfahrung und Background-Knowledge. Jetzt zwei Fragen. Wie geht es Ihnen mit unsereins, die Sie Bücher schreiben? Ja. Und was bräuchten die, wo Sie sagen, so wenig Erfahrungswissen von Armut, damit Sie nicht? Ja. Ich habe mittlerweile so viel schlechte Erfahrung, dass ich nicht so sitzen würde, wenn ich mich nicht hier wohlfühlen würde. Und ich finde solche Bücher ganz, ganz wichtig, auch was von der Arbeitskonferenz produziert und so weiter, um zu sensibilisieren. Ich denke mal, Bewusstsein braucht Prozesse und Prozesse brauchen Menschen, die es erlebt haben, die brauchen Menschen, die es theoretisch begriffen haben und publizieren, die quasi den gedanklichen Überbau dafür liefern. Also ich denke mal, da kann man von vielen verschiedenen Seiten her an einer selben Sache arbeiten. Und es ist ganz wichtig, dass es eben von vielen verschiedenen Seiten bearbeitet wird. Und ich habe auch sehr positive Berichterstattungen gehört oder Reaktionen auf dieses Thema. Also es ist nicht so, dass alle so sind. Es gibt auch wirklich Menschen, die sich sehr stark in der Politik auch einsetzen, dass sich das verändert. Und was würden Sie jetzt vorschlagen? Der Pedro Arope, um ganz ein anderes Beispiel zu nehmen, der war Generaloberer der Jesuiten und die haben ja ein Armutsgelübde. Und Armutsgelübde heißt eigentlich, du wirst versorgt bis zum Rest deines Lebens. Das ist eine schöne Sache. Und ne, das heißt ja nicht, es ist auch nicht schlecht, finde ich. Nur hat er als Jesuit damit gerungen, wir wollen eigentlich eine Option für die Armen leben und das auch ernst nehmen. Können aber nicht, wenn Jesuiten, die sind ja zum Teil Professoren und Universitäten, in einer Favela leben, wo es laut ist und dreckig ist und du keine Elektrizität hast. Das geht nicht, wenn du da Vorlesung vorbereiten willst. Aber er verlangt zwei Dinge. Erstens verlangt er von allen Jesuiten, dass sie eine Zeit lang in echter materieller Armut gelebt haben. Und zwar wirklich nicht symbolisch, ach, ich bin ja spirituell arm oder dem Geist nach arm, sondern echter, wie Sie gesagt haben, kein Geld haben oder zu wenig Geld haben. Das einmal eine Zeit lang, 6 Monate wirklich ausprobieren und überleben. Und zweitens ihr Leben lang Freundschaft zu armutsbetroffenen, armutsgefährdeten Familien haben. Und zwar Freundschaft und nicht so ein Mentoring und ich helfe euch und ich ziehe euch da raus. Damit genau das nicht passiert, was Sie ein bisschen angedeutet haben, mit zu wenig Wissen, zu viel vollmundige Reden schwingen. Was finden Sie da? Ich denke, das ist ein großer Unterschied, ob man freiwillig in die Armut geht oder ob man vorher eine der Tatsachen gestellt wird und nicht weiß, ob man wieder so herauskommt. Das ist ein Riesenunterschied. Also, wenn Sie jetzt sagen, mach mal ein Sozialprojekt, bitte, mach das noch einmal ein halbes Jahr, sage ich ja gerne. Besonders eine Zeit haben und keine Verpflichtungen. Das würde ich nicht allzu ernst nehmen. Okay. Das zweite, was war das? Freundschaft zu Armutsbetroffenen oder? Ja, ich lebe im 16. Bezirk, unter anderem deswegen, weil ich unterrichte im 18. Die meisten Freunde der Kinder leben im 18. und ich möchte diese Bodenhaftung nie wieder verlieren. Also das war schon auch ein bewusster Schritt. Ich lebe jetzt unter sehr vielen doch Menschen unter Armutsgrenze und das ist ein sehr bewusster Schritt, um diese Bodenhaftung zu verlieren. Und was würden Sie sich jetzt von einer Universität wünschen? Oder von so universitären Aktivitäten, was Armutsforschung oder gar Bekämpfung betrifft? Also Forschung, ganz wichtig. Was mir generell immer wünschen würde, und ich weiß nicht, da ist die Universität eigentlich oder vielleicht sogar der perfekte Ort, ist in die Tat gehen. Mir fehlt es an konstruktiven Protest. Oder einen konstruktiven sichtbar machen. Ich denke mal, die Armut von Alleinerziehenden ist sehr versteckt, weil die meisten Alleinerziehenden einfach keine Zeit haben, sich zu wehren oder sich zu bilden oder auf die Straße zu gehen oder sonst was. Die sind dermaßen in ihrem Radl drinnen und die können sich nicht wehren. Da brauchen sie Mitstreiter, Mitstreiterinnen.
die das einfach sichtbar machen und auch sichtbar machen, dass es wirklich tatsächlich jede Mutter treffen kann. Also jetzt speziell in diesem Fall, weil jede Mutter kann davon ausgehen, dass sie eines Tages sich scheiden lässt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand garantieren kann, dass sie immer Alimente bekommt. Also die Alimente kann man ja nur dann bekommen, wenn der Vater genug verdient. Den Unterhaltsvorschuss bekommt man nur dann, wenn der Staat weiß, dass der Vater das Geld irgendwann zurückzahlen wird können. Das ist keine Transferleistung, das ist eine Regressleistung. Das ist das, was ich so ankreide. Ich finde, der Unterhaltsvorschuss soll eine Transferleistung sein, die jedem Kind zusteht und eben keine Regressleistung. Und das müsste mehr publiziert werden. Da müssten wir auch von universitärer Seite mehr aktiv auf die Medien zugehen, dass das einfach sichtbar ist, weil die Alleinerziehenden können das nicht leisten. Die Metaller gehen jeden Herbst ihre Lohnrunden. Die hauen auf den Tisch, dann kriegen sie Geld. Die Alleinerziehenden haben kein Geld auf den Tisch zu hauen. Die können aber auf die Idee, dass sie sich selbst die Schuld geben würden. Und wer auf den Tisch hat, kriegt nichts. Haben Sie in den letzten 3 Jahren Fortschritte gesehen? Ja, weil wir begonnen haben, hat noch niemand von dem Thema gewusst. Zumindest ist mir das so signalisiert worden. Mittlerweile ist die Petition dem Parlament überreicht worden und es gibt kaum eine Zeitung oder Radio oder Fernsehstation, die mich nicht irgendwann eingeladen hätte. Das heißt, ich denke, so Aufklärungsarbeit hat wirklich viel geleistet. Und ich höre immer wieder von über 10 Ecken, ah, die Maria Stern, das ist doch die mit dem Unterhaltsvorschuss. Also ich denke mal so diese Öffentlichkeitsarbeit, die mache ich dann rein, halt, und dann auch relativ erfolgreich und da muss ich halt einfach weitermachen und mich verbessern. Was man manchmal in der Armutsforschung auch sagt, ist, die Armutsbetroffenen sind keine homogene Gruppe. Mhm. Und das kann in der politischen Realität zu einer Schwächung der einzelnen Gruppe führen. Mhm. Wenn Sie jetzt vor allem für Alleinerzieherinnen sich stark machen, mit gutem Grund, könnten sich andere armutsbetroffene Gruppen nicht repräsentiert fühlen und dann kann die Politik das geschickt ausnutzen. Ja. Nur, ich habe nur ein ganz begrenztes Zeit- und Kraftbudget. Und von meinem Idealismus her will ich sofort die ganze Welt retten. Aber ich habe gedacht, wenn ich wirklich was auf den Boden bringen möchte, würde ich mich nur auf diese eine Gesetzeslücke fokussieren, okay, bis sie da ist. Bis sie beschlossen ist. Genau. Ich könnte natürlich, ich bin Lehrerin, ich sehe täglich ganz viele Lebensbereiche, die verändert können oder verbessert können, die eh toll sind, weil ich nur dankbar bin. Aber ich denke mal, ich muss haushalten, deswegen ist es irgendwie das spezialisiert auf dieses Thema. Und ist für Sie die Single-Parent-Geschichte von außen gesehen einer der allerwichtigsten Punkte oder aufgrund Ihrer Biografie oder beides? Deswegen, weil Sie sehr stark von Armut betroffen sind. Also ich denke mal, Single-Parent allein dagegen habe ich überhaupt nichts. Mein Freund ist auch allein, als der Vater von 3 Kindern. Ich denke mal, als Lebensmodell in der heutigen Zeit ist das eins von vielen Lebensmodellen und an sich befürworte ich das auch. Ich bin eine glückliche Geschichte. Mir ärgert es nur zusammen mit der damit vertrunkenen Armut. Und da ist die Zahl derer, die alleinerziehend und armutsgefährdet sind, zu groß. Ja. Auch wie Sie gesagt haben, der Prozentsatz derer, die dann wirklich auch den Unterhalt bekommen, in angemessener Höhe, bis unter 50%, 40%. 60% bekommen zu wenig. Ja, genau. Und es gibt keine einzige aktuelle Studie zu dem Thema. 2003 gab es die letzte Studie, das ist ein bisschen geschlossen, der von der ÖPA. Das ist was Klammert. Ja. Das wäre aber was. Bitte untersuchen Sie mal, wie die Zahlen tatsächlich sind. Ich komme nicht an die Zahlen ran. Ich weiß nicht, wie viele Kinder in Österreich heute weder alle Männer einen Unterhaltsvorschuss bekommen. Das erfahre ich nicht. Und das wäre aber nicht, ja? Dass ich das so nennen könnte. 2003 waren es 17%. Aber das ist 10 Jahre her und. Also das wäre wirklich ein ganz konkreter Auftrag, das wäre eine spannende Sache. Ja, es ist gewandt, es ist viel gewandt. Ein Schlusswort noch, Frau Stern, vielen Dank. Ja, ein Schlusswort. Sie können gerne nachher eine Petition unterschreiben, entweder am Papier oder online unter www.mariastern.at. Bitte verbreiten via Facebook, Universität, wie auch immer. Je mehr Menschen unterschreiben, desto stärker ist die ganze Angelegenheit. Und ich stehe jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr vor dem Parlament mit einem kleinen Schild unter Haustür schließen. Mittlerweile kommen auch schon andere Menschen dazu. Und ich stehe dann so lange jeden Mittwoch, bis es die Gesetzeslücke nicht mehr gibt. Und es wäre toll, wenn es in Salzburg auch passieren würde. Wenn so parallel in allen Bundesstädten und immer so von Menschen eine Stunde in der Woche sich auf die Straße stellen, damit es die Medien überreißen und dass es einfach noch mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt. Und die Frauen, die es betrifft, nicht das Gefühl haben, dass sie alleine vergessen sind.
Vielen Dank. Frau Magister Stern wird nachher beim Umtrunk doch dabei sein, wenn Sie da den Kontakt noch suchen, eine Frage haben. Jetzt darf ich wieder an den Dr. Geisbach und Magister Kapfer übergeben.